Warum nicht? Was geht das sonst? Ach so. Let me that check again. Multiple windows start disable. Ach ja. Und dann geht das auch. So, wir wollen jetzt einen neuen P4-Server machen. Dazu gehen wir als erstes mal in den Pool und wir wollen einen neuen P4 Server 4. Wir sind nicht geizig. Den Namen habe ich schon vergeben. Achso, ich habe das Volume schon angelegt. Na gut, dann machen wir mit 5er. Brauchen eh noch einen. Und P4 Server 5. Data Volume 1. Und wir sind nicht geizig. Okay. Also da sind schon drei in Benutzung und zwei können noch kommen. Nächste neue Maschine anlegen. Bla bla 64-Bit. Browse. Image. Ubuntu 2004. Ist wichtig. 4. Select Manage Pool. Vier haben wir anscheinend noch nicht. Forward P4 Server 4. PR528. Installation. Und der Rest ist langweilig. Deutsch Server. Schlaf ein. Virtuelle Maschinen sind so fürchterlich langsam. Deutsch aktualisieren. Deutsch Server. Ja. Nein. Ich mache meistens Server und stelle manuell auf Option.
Dann Continue. P4, Server 4. Oh, mucho machi, geheimnisvolles Passwort. Tonde. Davon brauchen wir nichts. Und warten, 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 warten. So, Aufnahme läuft weiter. Gut. So, Installation ist fertig. Wir versuchen jetzt zu rebooten. Zu EROM raus. Virtuelle Maschinen sind schon manchmal nützlich. Ich habe im Hintergrund schon die Dokumentation für die Installation von Perforce geöffnet. Wir machen hier alles an einem lokalen Netzwerk, das heißt von außen eigentlich keinen Zugriff, außer über den OpenVPN. Und von daher brauchen wir uns sicherheitstechnisch erstmal keine großen Gedanken machen. Ein Server, der außerhalb steht, von den würde ich ein bisschen anders installieren. Machen wir das mal so. Update. Sudo apt upgrade yes sudo apt distribution upgrade yes sudo apt auto remove yes und ein übliche Schritte, 1000 Mal gemacht. Bis man die raus hat, dauert ein bisschen. Na komm schon, mach hin. Jede Gruppe kann übrigens einen von diesen Perforce-Servern haben, beziehungsweise muss, da die Lizenzbedingungen von Perforce leider so sind, wenn man mehr als 5 User hat, dann muss man Unmengen an Geld an die bezahlen. Und für dieses Werkzeug, ehrlich gesagt, naja, finde ich es ein bisschen überteuert. Nichtsdestotrotz, die Funktionalität ist unvergleichlich. Also es gibt noch andere Systeme, wie Plastik oder Alien Brain, die sind allerdings kostenmäßig nicht viel besser. Im Gegenteil, die sind sogar noch teurer. Was Perforce bzw. Einige der anderen Tools von Perforce können, ist zum Beispiel den Photoshop-User und ähnliches unterstützen. Und sie haben noch einen Sync-Client, der ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz brauchen wir für alles einen Server. Das heißt also, wer keinen eigenen Root-Server hat, dem nutzt das ganze Gedöns hier nichts. So, der ist gleich durch. Das System ist jetzt halbwegs aktualisiert. Mal sehen, er hat auch irgendeine IP gekriegt. Die IP werde ich gleich noch ändern, aber als erstes noch ein paar Convenience-Pakete, die ich meistens brauche. Die oder das Einführungsvideo-Tutorial von Perforce empfiehlt für die
Source Code Verwaltung Subversion, das bleibt euch überlassen. Ich persönlich empfehle trotzdem da Git zu benutzen und das Git LFS, wie ich das auch in den Videos, die in Tutorials zur Verfügung stehen, erkläre. So, die Tools sind erstmal installiert. Jetzt muss ich noch ein paar Änderungen machen, die ich persönlich als hilfreich empfinde. Wo ist dieser blöde Cursor? Von einer VM in die nächste VM, das ist ein bisschen hakelig. Was wir hier eigentlich machen, ist das Verzeichnis von opt ebenfalls in slash server zu mounten. Und, das ist einfach, weil wir haben ziemlich viel Platz, nämlich 1 Terabyte, und den Terabyte wollen wir natürlich auch irgendwie nutzen, und dafür ist dann halt der Server, das slash server, der übliche Pfad. Und das sollte der jetzt auch da sein. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir brauchen eine IP. Das muss ich extern machen. So, die DHCP-Adresse ist geändert. Ich mache das immer über die MAC-Adresse, weil dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass ich keine oder die falschen IPs vergebe. Man hat halt zentral die Übersicht. Den kann ich gleich zumachen. Was ich jetzt hier mache, ist die eigentliche Shell, mit der ich dann den Zugriff konfiguriere. Dafür mal das Perforce installiere. Eigentlich ist das die korrekte 154. Ja. 154 ist dann auch einer der Server, die ihr halt benutzen werdet. Man kann das ja sehen, das ist halt der Server. Den brauchen wir nicht mehr. Wir machen jetzt mal ganz stumpf den. Je einfacher die Installation vonstatten geht, umso fehlerfreier ist sie. Je mehr Automatismen man benutzt, umso besser, weil heutzutage hat keiner mehr Zeit, sich hundertprozentig um einen Server zu kümmern. So, das kopieren wir. Sudo, ich benutze den Joe als Editor, das ist einfach nur, weil ich den seit 30 Jahren gewohnt bin, dass wir andere Leute Vim benutzen. Perforce.list, das ist einfach nur die Datei, wo dann drin steht, von welchem Server er sich das holen soll. Focal Sudo apt-get-update. Jetzt kennt er den Server, jetzt kennt er auch die Pakete und die Installation und auch steht auch, was man machen muss. Und was ist jetzt der Rest? Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, das ist das hier. Passt. Das ist jetzt die eigentliche Konfiguration. Der Server heißt Server 4. Die Root ist opt. Das ist unser Terabyte Drive Perforce Server P4. Ja, mach das Directory. Ja, ich möchte Unicode. Ja, ich will und jetzt ganz wichtig, das muss man sich merken, SSL Doppelpunkt 166, das ist die Serveradresse. Adresse habe ich gerne admin und ein sehr spezielles Passwort. Und das war's. Der Server steht, der Server ist fertig. Können wir rausgehen. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Und was wir jetzt brauchen, ist das.
Das ist die Administrationskonsole. Wenn man sich den Client installiert, den ihr am Server findet, beziehungsweise nicht, Daten, da, diese Daten, diesen Ordner, und dort findet ihr das Installationsfile, kriegt ihr natürlich auch bei Perforce, allerdings müsst ihr euch dafür registrieren. Erst dann kriegt man es. So, ich möchte jetzt gerne eine neue Connection, und zwar die 54 mit meinem User. Wichtig ist, SSL davor zu schreiben, weil es halt das Protokoll ist. Ich truste den. Ich habe es selber installiert, ist in meinem lokalen Netzwerk. Und ready, das ist der Server. Hier kann ich jetzt User anlegen, Verwaltungsrechte, und das, was dann für die Depots wichtig ist, das ist jetzt ein neues Depot anlegen für SPE Start. Ich hab's, glaube ich, nee. Na, Gruppe 4. Namen sind Schall und Rauch, also da kann man jederzeit, oder das kann ich ändern oder halt ein neues Depot anlegen. Also das ist jetzt das Depot, was ich gerne auschecken möchte. Das ist dann das nächste Video, um halt von der Server-Administrationsseite auf die User-Seite zu wechseln. Also Anwendung des Clients, starten von den Client und anwählen.